Es ist jetzt so. Wer Bremen kennt, wer unsere Historie kennt, der weiß, dass die Fans in Extremsituationen sowohl positiv wie negativ immer eine extrem wichtige Rolle gespielt haben. Und natürlich, wir haben noch 6 Heimspiele und ich hätte diese 6 Heimspiele wahnsinnig gerne mit den Fans im Rücken bestritten. Aber auch das gehört zu den Punkten, dass ich weiß, dass sehr, sehr viele Menschen in Bremen, und das kriegt man mit, ist es ja schon so, dass man einkaufen gehen darf, dass man mal der ein oder andere am Garten vorbeiläuft, dass sehr, sehr viele bei uns sind und dass immer noch der Optimismus da ist, dass wir das schaffen und die Unterstützung da ist. Das nehme ich schon sehr klar wahr und das nehmen, glaube ich, auch die Jungs wahr. Aber jetzt ist es so, gehört auch zu diesem Punkt, es ist jetzt so. Niemand sollte nur im Ansatz sagen, ja, wie wäre es denn mit Fans oder wieso? Es ist schade, es ist das Nonplusultra am Fußball, dass die Fans da sind, dass die Stimmung da sind, dass die Emotionen da sind. Darf für mich jetzt keine Rolle spielen, darf für die Jungs auch keine Rolle spielen. Aus den Gegebenheiten, die wir haben, das Beste rausholen, das ist unser Job, nichts anderes.